Wir sind heute hier als Vertreter der jüngeren Generation. Ich stelle einmal den Miskin vor. Miskin Çeti, 25 Jahre alt, Çeftçi. Ja, das ist noch nicht ganz so einfach für mich, als leider nicht so erfahren mit solchen Namen. 25 Jahre, Lehramtsstudent Deutsch und Politik und gewählter Vorsitzender der Linksfraktion in Osterholzer Kreistag, das ist in der Nähe von Bremen, und Mitglied im Landesvorstand Die Linke Niedersachsen. Ja, vielen Dank, Nathalie. Auch von mir einen schönen Abend an alle, schönen guten Abend an alle. Ich freue mich auch, hier heute Klaus und Gesine interviewen zu dürfen. Ich möchte dich auch kurz vorstellen. Du bist 24 Jahre alt, ebenfalls Lehramtsstudentin und neben deinem Studium Kreisvorsitzende in Düsseldorf und warst auch Direktkandidatin für den Landtag. Es hat aber leider knapp nicht für den Einzug geklappt. Haben ja alle mitbekommen. Ja, da wollen wir Gesine und Ernst gerne zu uns bitten. Klaus Ernst, ja. Direkt mal was zu lachen. Ja, schön, dass ihr das mit uns macht, dass wir euch ein paar Fragen stellen dürfen. Ich stelle als Gesine Lötsch vor, 7. August 1961 in Ost-Berlin geboren, seit 2005 stellvertretende Vorsitzende unserer Fraktion im Bundestag, 1991 bis 2003 Vorsitzende der PDS-Fraktion, also PDS, BASG, das sind halt die zwei Lager, die wir heute... Das war aber im Berliner Abgeordnetenhaus und nicht im Bundestag. Okay, im Abgeordnetenhaus. Aber da haben wir auch heftige Kämpfe geführt zwischen Ost und West und Rathaus Schöneberg war da unsere Stätte, wo wir aufeinander gingen und natürlich nicht untergegangen sind, sonst wären wir ja nicht hier. Sehr gut. Aber als altes Mitglied der PDS wollen wir dich zuerst mal fragen. Danke für die Blumen, herzlichen Dank, das schönste Kompliment des Tages, ja. Altes Mitglied, weil es die PDS nicht mehr gibt, nicht weil du alt bist, natürlich. Super erhalten. Es wird ja immer besser. Mein Mikro ist irgendwie nicht an. Doch? Ja, mein Mikro ist an, gut, ja. Aber gut. Super. Aber von der Warte aus würden wir dich gerne fragen, wie du die Fusion von PDS und WASG mitbekommen hast, aus deiner Sicht als damals PDSlerin. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich bin ja 2002 in den Deutschen Bundestag gewählt worden und 2002 per Direktmandat hatte die PDS ja leider nicht die 5%-Hürde überschritten. Es gab zwei direkt gewählte Abgeordnete, Petra Pau und mich, Petra Pau aus Marzahn-Hellersdorf damals gewählt und hoffentlich auch in diesem Jahr wieder und ich in Berlin-Lichtenberg. Ja, Dankeschön. Und wir haben in dieser Zeit, als wir zu zweit im Bundestag linke Ideen vertreten haben, erleben müssen, wie eben menschenfeindliche Ideen durchgesetzt werden konnten. Und der Kulminationspunkt war ja die Agenda 2010. Das wissen übrigens viele gar nicht mehr, was das eigentlich alles bedeutet, aber die meisten Leute kennen ja das Wort Hartz IV. Und wir haben gemerkt, dass es eben nicht möglich ist, zu zweit und mit vielen Landtagsfraktionen natürlich an unserer Seite, so etwas zu verhindern. Und darum war mir völlig klar, dass es wichtig ist, dass wir uns verstärken. Und es war natürlich auch gut, dass wir solche Partner gefunden haben wie Klaus, der neben mir saß. Ich habe, ohne jetzt allzu sehr dafür Werbung zu machen, einige dieser Erlebnisse in diesem Buch, immer schön auf Augenhöhe, was übrigens auch für die Fusion eine wichtige Sache war, dargestellt. Und da ist unter anderem auch beschrieben, wie 2002 bei der konstituierenden Sitzung im Bundestag der damalige Präsident des Bundestages, Wolfgang Thierse, gesagt hat, es wäre Ausweis von gewachsener Demokratie, dass es eine Fraktion weniger gibt im Bundestag. Damit meint er uns. Ich habe die Gelegenheit gehabt, eine seltene Gelegenheit natürlich, als neu gewählte Abgeordnete in der konstituierenden Sitzung meine erste Rede zu halten und habe ziemlich mutig gesagt damals, also gratuliere Ihnen zu Ihrer Wahl, aber diese Einschätzung ist falsch und ich verspreche Ihnen, wir kommen mit einer starken linken Fraktion wieder. Das war zu dem Zeitpunkt wirklich sehr, sehr mutig. Und darum war ich natürlich froh, dass durch diese Möglichkeit zur Parteineugründung, erstmal zur gemeinsamen Kandidatur, es eine Möglichkeit gab, diese mutige Rede auch in die Wirklichkeit umsetzen zu lassen.
Ja, Klaus, ich freue mich, dich heute hier zu interviewen, denn als ich damals Mitglied der Partei Die Linke geworden bin, 2011, da warst du gerade zusammen mit Gesine der Parteivorsitzende. Eigentlich muss man dich nicht vorstellen, ich mache es trotzdem ganz kurz, denn du bist ziemlich lange Mitglied der SPD gewesen. Die SPD hat dich dann rausgeschmissen, nachdem du sie daran erinnert hast, dass sie eine sozialdemokratische Partei ist. Und warst dann Mitbegründer der WASG, der Wahlalternative für Arbeit und soziale Gerechtigkeit, und warst dann 2 Jahre lang Vorsitzender der neu gegründeten Partei Die Linke. Ich möchte dich fragen aus WASG-Perspektive, wie schätzt du den Fusionsprozess ein? Also ich verstehe die Frage so, dass du mich fragst, wie es war. Genau. Kompliziert. Es war deshalb natürlich kompliziert, weil schon unterschiedliche Mentalitäten und auch unterschiedliche Interessen aufeinander prallten. Es war trotzdem bei den Verhandlungen, die wir führten in diesen Steuerungsgruppen, ein fairer Umgang miteinander, das war so. Wir hatten letztendlich auch Erfolg, wir haben es hingekriegt. Und wenn ich mich daran erinnere, wie kompliziert auch allein schon die rechtlichen Fragen waren, die wir da zu klären hatten. Wir wurden damals beraten von einem Parteienjuristen, Morlock hieß der, der uns sehr geholfen hat, diese Fragen so zu klären, dass wir hinterher nicht 100 Verfahren kriegen und das Ganze an der Justiz letztendlich scheitert. Wir hatten aber auch eine ganze Reihe von Fragen zu klären, die sich mit Finanzen beschäftigten, unterschiedlicher Parteien, wobei ich dazu sagen muss, wir hatten wenig Geld, die PDS mehr. Wobei ich auch aus heutiger Sicht. Also, ihr habt das immer überschätzt, wie viel Geld wir haben. Ja. Ich muss auch sagen, aus heutiger Sicht muss ich sagen, das war nicht alles ganz fair, wie ihr es gemacht habt, weil ihr hattet was, das hat er uns gar nicht gesagt. Nee. Also, das ist Legendenbildung, das kann ich so nicht stehen lassen. Aber sei es wie es sei, Fakt ist, wir hatten zum Beispiel auch, um das auch mal zu sagen, ganz unterschiedliche Beitragsstruktur. Die Beiträge im Osten waren deutlich höher als die der WASG. Und ich glaube auch nicht, dass man das je so hinkriegen kann, dass das einfach sich so angleicht, wie man sich das vorgestellt hat. Also es war, um es kurz zu sagen, komplizierter Prozess. Es war ein Prozess, der also schlaflose Nächte gebracht hat. Und ich möchte nochmal sagen, dieser Gedanke des Namens, der vorher angesprochen ist vom Volker, dieses Namensteil, das war schon wirklich ein Ding, da wäre es fast dran gescheitert. Ich kann auch sagen, warum das so war. Also im Westen war die PDS nur einfach mal kein Erfolgsmodell. Es ist halt einfach mal so. Und wenn wir unter dem Namen PDS angetreten wären, wären wir im Westen gescheitert. Gleichzeitig habe ich gelernt, dass im Osten der Name PDS ein Markenzeichen war. Und ich finde, ich weiß heute nicht mehr genau, wie es uns gelang, hinzukriegen, dass wir sagen, das Ding heißt im Westen anders als im Osten. Durch den Punkt. Aber die Frage, dass man im Westen PDS weglässt, das war ja eigentlich der Clou. Es gab dann allerdings in den Bayern einen besonders hartnäckigen PDSler. Der hatte, obwohl der Landesverband beschlossen hat, das PDS wegzulassen, trotzdem die Liste unter PDS eingereicht. Ne? Also es gab komplizierte Prozesse, die wir da hatten. Ich erinnere mich daran, dass wir da nächtelang zusammengesessen sind mit vielen, vielen Fragen. Aber ich meine, das Tolle an dem ganzen Ding, wir haben es hingekriegt, es war eine riesen Aufbruchstimmung. Und da freue ich mich heute noch drüber, dass das gelungen ist. Gesine, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich in die Partei eingetreten bin, als ihr beide die Parteivorsitzenden wart. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, als es ja eine regelrechte Kampagne gegen unsere Partei gab und die Medien gegen uns gehetzt haben, weil du einmal das Wort Kommunismus in den Mund genommen hast. Was glaubst du, hat sich die öffentliche Meinung mittlerweile verändert? Von der Gründung bis heute, 10 Jahre später, sind wir immer noch die bösen Linken, die ein zweites Kuba wollen? Also es ist ja sehr unterschiedlich, welche Interessen man hat, ob man eine Partei als gut oder böse einschätzt. Und Volker Lösch hat ja vorhin sehr eindrucksvoll darüber gesprochen, wie Menschen in diesem Land arbeiten und leben müssen und wie viele Menschen prekär leben. Und darum glaube ich,
dass es natürlich eine Aufgabe für uns ist, immer wieder zu vermitteln, was wir erreichen wollen, wie wir durchsetzen wollen, dass es höhere Löhne gibt, dass es eine gerechte Rente gibt, dass es ein Gesundheitssystem gibt, zu dem wirklich alle Zugang haben. Ich hatte gestern in einer Talkshow mit einem SPD-Mitglied, einem Abgeordneten, diskutieren müssen. Und der sagt immer nur, naja, eigentlich haben Sie ja recht, aber es ist doch völlig unrealistisch. 12 Euro Mindestlohn wären unrealistisch. Und ich glaube, ich konnte ziemlich deutlich machen, dass 12 Euro Mindestlohn natürlich überhaupt nicht unrealistisch ist. Wenn uns die Bundesregierung schon selber vorgerechnet hat, dass man auf einer Anfrage von uns, dass man sein Leben lang mindestens 11,85 Euro als Verdienst bekommen muss, um eine Rente über der Grundsicherung zu bekommen, dann glaube ich, dann sind wir mit den Fakten ganz gut auf einer Seite. Jetzt sage ich nochmal ein Wort zu der Frage Kommunismus. Wir haben ja alle in diesem, nicht zu früh lachen, wir haben ja alle, glaube ich, oder viele, die hier im Saal sitzen, im Frühjahr diesen Jahres einen Film präsentiert, Der junge Karl Marx. Und ich glaube, diesen Film haben sich viele angesehen. Ich habe viele Schulklassen dazu eingeladen, die ganz begeistert waren und haben gesagt, ja, wir müssen über die Gesellschaft, über das Zusammenleben und über die Solidarität neu nachdenken. Und ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe. Ja, Klaus, jetzt sind 10 Jahre vergangen, nachdem die SPD dich rausgeschmissen hat, sogar noch ein bisschen länger. Bereust du das, dass du nicht mehr in der SPD bist, so wie sie sich entwickelt hat jetzt? Ist ja der Schulz da, ist es jetzt doch wieder der Wunsch zurück oder ist die Linke dann doch die bessere Alternative im Hinblick der letzten 10 Jahre? Also sicher bereut man die eine oder andere Entscheidung, die man in seinem Leben getroffen hat. Die gehört garantiert nicht dazu. Ich kann nur sagen, mir geht's eigentlich so, dass ich, wenn ich die Bundestagsdebatten verfolge und auch jetzt die jüngere Geschichte, mein Gott, da hat man jeden Tag mindestens 3 Gründe, aus dem Laden auszutreten, wenn man drin ist. Das ist leider die Situation. Ich wünsch mir das eigentlich nicht. Ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass ich jetzt im Zuge auch von Schulz die SPD ein wenig zurückentwickelt zu einer sozialdemokratischen Partei. Es war ja nicht so, dass also ich habe immer den Eindruck gehabt, ich habe nicht die SPD verlassen, die SPD hat mich verlassen. Die war einfach nicht mehr in dem Maße vorhanden. Vielleicht war es auch nie und wir haben es überschätzt. Wollen wir das weglassen? Aber ich habe jetzt den Eindruck gehabt, tatsächlich, es könnte sich was ändern. Es könnte sein, dass sich was ändert. Der Schulz hat ja einen entscheidenden Satz gesagt. Er hat gesagt, man kann Fehler machen, man muss sie korrigieren. Und das hat dazu ausgereicht mit ein bisschen Veränderung beim Arbeitslosengeld 1, 10% nach oben. Wir müssen uns als Linke die Frage stellen, wir sagen auch, wir sagen dasselbe, wir brauchen allerdings nicht sagen, Fehler zu machen, das ist Sache der SPD, aber wir haben auch diese Forderung nach längerer Zahlung des Arbeitslosengeld 1 immer gestellt. Wir müssen uns fragen, warum gehen wir eigentlich nicht die 10% hoch, wenn wir dasselbe sagen wie die anderen? Daran müssen wir arbeiten. Und da habe ich vorher eben dem Volker auch gut zugehört. Und dann habe ich gesagt, was ist das Zentrum, was sozusagen einen Erfolg der Linken ausmacht. Und das ist die Frage der sozialen Gerechtigkeit, Herrschaftszeiten. Darin, das ist der zentrale Punkt, an dem wir die Leute kriegen. Also linke Programme gab es im Westen immer, auch bevor es uns gab. Die waren relativ unerfolgreich. Warum das im Westen irgendwann funktioniert hat mit der WASG und dann mit der Linken, war doch, dass es plötzlich eine Partei gab, die tatsächlich die Interessen der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt gestellt hat. Was kriegt man für einen Lohn, was kriegt man für eine Rente, was sind die Arbeitsbedingungen, was ist mit Leiharbeit, was ist mit Befristung. Keine andere Partei hat das gemacht. Das ist wirklich unser wichtiger Punkt. Und jetzt dachte ich, aha, der Schulz, der kriegt es wieder hin. Und weil wir vorher über Rot-Grün diskutiert haben, eine Bemerkung möchte ich dazu machen in dem Zusammenhang. Ihr wisst, ich habe da die Position gehabt, das könnte hinhauen. Ich sage auch, warum es jetzt und nicht vielleicht in 4 oder 10 Jahren, Volker. Weil wir jetzt eine dramatische Rechtsentwicklung in diesem Land haben. Eine dramatische. Und ich glaube, dass ein wesentlicher Punkt ist für diese Rechtsentwicklung genau das, was du beschrieben hast. Wie es den Leuten geht, die zu wenig verdienen. Wie es den Alleinerziehenden geht. Wie es den Rentnerinnen und Rentnern geht, die wissen, dass sie von dem Geld nicht mehr leben können. Und wenn es eine Konstellation gegeben hätte, die ist jetzt weit weg, weil die SPD so abkackt und da ist sie auch selber schuld dran. Aber wenn es eine Konstellation gegeben hätte, die wirklich die reale Situation hätte verändern können, dann wäre das Rot-Rot-Grün gewesen. Dann wäre es gewesen. Und deshalb habe ich gesagt, lasst uns das probieren, damit wir eine vernünftige Bedingung für diese Menschen schaffen, so wie das du gesagt hast. Genauso. Um den Rechtsdruck aufzuhalten in dieser Gesellschaft. Das war die Idee.
Ich sehe jetzt auch, dass das natürlich in die Hose gegangen ist. Wenn man auf der anderen Seite einen Partner hat, der nicht einmal hingeht, wenn er sein eigenes Programm vorstellt, der sagt, er macht soziale Gerechtigkeit mit der FDP. Mein Gott, da ist doch klar, dass die Leute ihn schauen, wieder weglaufen. Das ist das Problem. Deshalb wird es auch nichts werden. Und umso wichtiger ist jetzt nach 10 Jahren Linke, eine Linke, die genau diese Kernproblematik der sozialen Gerechtigkeit aufgreift. Die Linke muss das machen, was die Sozialdemokraten versaut haben. Und deswegen habe ich nicht den geringsten Grund, traurig zu sein, dass ich in dem Saftladen nicht mehr bin. Das möchte ich mit eindeutig erklären. Ja, Klaus, vielen Dank für diese klare Antwort. Eine Frage an euch beide. Klaus, du hast eben viel vom Alleinstellungsmerkmal der Linken gesprochen, die soziale Frage in den Mittelpunkt zu stellen. Wir haben in letzter Zeit ziemlich viele Neueintritte, vor allem von jungen Menschen. Das war in den vergangenen Jahren leider nicht so stark. Glaubt ihr beide, dass die Gründe, warum Menschen heute in die Linke eintreten, dieselben sind wie vor 10 Jahren? Oder gibt es neue Themen, die die Linke aufgreifen muss? Also ich glaube, dass Menschen natürlich sehr unterschiedliche Gründe haben, in die Linke einzutreten. Einige machen das eben aus, obwohl sie in, sagen wir mal, gesicherten Verhältnissen leben, aus der Überzeugung, dass sich die Welt ändern muss. Andere sagen, ich will, dass mein persönliches Leben sich ändert und darum will ich mich mit anderen zusammenschließen und für etwas Besseres kämpfen. Und ich werbe immer sehr für eine Idee, die ja in einem Buch ausgedrückt ist. Das Buch heißt Gleichheit ist Glück. Das ist eine Übersetzung aus dem Englischen. Im Englischen heißt es ein bisschen profaner, warum gerechte Gesellschaften für alle besser sind. Und da wird sehr eindrücklich dargestellt anhand von sehr, sehr vielen Untersuchungen und Studien, dass in den Ländern, wo die Ungleichheit geringer ist, alle besser leben, alle weniger Stress haben, es weniger Verbrechen gibt, es weniger schwere Krankheiten gibt. Und darum glaube ich, dass man für so eine Idee, die Gleichheit oder Ähnlichkeit, mehr Gerechtigkeit, dass sie für alle besser ist, nicht nur für Leute, die ganz, ganz arm sind, sehr, sehr viele Verbündete finden kann. Und ich finde, das könnte auch eine gute Motivation für junge Leute sein, auch für Studenten, die nach einer höheren Bildung und nach einer Karriere streben, zu sagen, ja, da mache ich mit, eine Gesellschaft, die gerecht ist, in der Menschen in Solidarität und Würde zusammenleben können. Das ist ein Ziel, für das es sich lohnt zu kämpfen. Vielen Dank. Klaus, du noch? Ja, ich glaube, das hat sich schon verändert. Also wenn das alles stimmt, was man liest und hört, auch über das, welche Leute zurzeit zu uns kommen, haben wir vor allem Junge, das ist toll und das ist schön. Und es sind vor allen Dingen viele von denen haben den Zugang zur Linken gefunden über die Frage der Hilfe und der Integration von Flüchtlingen. Das ist eine tolle Sache. Das freut mich auch. Wo aber unser Mangel besteht, ist nach wie vor, also das sage ich jetzt bewusst als alter Gewerkschafter, es ist uns einfach nicht gelungen, dort sitzt der Peter Vetter irgendwo, jetzt sehe ich ihn nicht. Da, zweite Reihe. Wir haben oft drüber gesprochen, Peter damals. Er sitzt in der zweiten Reihe. Wir haben damals gesprochen, Peter und heute wieder. Wir haben zu wenig Leute aus dem gewerkschaftlichen Bereich in diese Partei gekriegt. Das ist einfach der Fakt. Und das ist ein großes Problem, weil ich sage es immer wieder, eine linke Partei, die nicht in der Arbeiterbewegung, in der organisierten Arbeiterbewegung verankert ist, die hat einen Mangel. Nicht nur an Stimmen, sondern die hat auch sozusagen einen programmatischen Mangel. Wir müssen uns um diese Fragen kämpfen und die sind ja mit sozialer Gerechtigkeit verbunden. Und deshalb sage ich auch, wir haben zurzeit wirklich den ein oder anderen Konflikt auch mit einer Gewerkschaft. Und ich habe den Eindruck, die Gewerkschaften entwickeln sich wieder ein bisschen zur Vorfeldorganisation der SPD. Das ist eine Katastrophe. Also ich habe das jahrelang erlebt und mir hat es gereicht. Deswegen war ich froh, dass es die Linke gab. Wir müssen jetzt gucken, dass wir da wieder auch zusätzlich Menschen für uns werben können. Das hängt natürlich auch damit zusammen, wie wir uns darstellen und welche Punkte wir dort auch in den Vordergrund stellen, die für abhängig Beschäftigte ganz besonders interessant sind. Ja, darüber könnten wir noch Stunden reden. Wahrscheinlich leider ist unsere Zeit fast um. Deswegen noch eine Frage, wenn ihr da in einem Satz darauf antworten könntet. Das ist schwierig, aber versucht's. Sind die Gründe, warum Menschen in die Linke eintreten? Was glaubt ihr, wie steht die Linke, wenn wir 20-jährige Linke feiern, wie ist die Linke dann und über was für Themen reden wir dann? Wie stellt die Linke sich dann auf? Außer die 30%, die wir dann haben, das haben wir eben schon gesagt. Was passiert reicht das sonst für die Kanzlerschaft?
Davor sind wir jetzt gerade ja eindringlich gewarnt worden vor der Kanzlerschaft. Aber ich hoffe... Kann ja auch eine absolute Mehrheit haben. Ich hoffe, dass es der Linken bis dahin gelungen ist, für mehr Gerechtigkeit, für ein besseres, friedliches Zusammenleben zu kämpfen, nicht nur, sondern es auch durchzusetzen und möglichst viele Anhängerinnen und Anhänger zu finden und den Rechten wirklich entschieden ein Stopp und Nein entgegengesetzt zu haben. Und ich wünsche mir in 20 Jahren eine Linke, die darauf zurückblicken kann. In 10 oder 20, aber auch in 20 eine Linke, aber auch schon die mit 10 Jahren auf eine Geschichte der letzten 10 Jahre zurückblicken kann, wo sie nicht nur die Papierlage, sondern die praktische Lage der Menschen verändert hat. Wenn wir das hinkriegen, dann haben wir gewonnen. Ja, vielen Dank. Danke fürs Zuhören.